Können wir? Ja, gut, dann fangen wir an. Ich begrüße alle zur heutigen Pressekonferenz des ersten Derbys ERC Sonthofen gegen die Memmingen Indians. Der ERC unterliegt mit 3-5 gegen die Indians. Rechts von mir Sergej Wasmüller, herzlichen Glückwunsch und natürlich willkommen in Sonthofen. Und links von mir Martin Eckert, der neue Trainer der Bulls. Bevor beide Trainer zu Wort kommen, kurz die Ergebnisse, soweit sie feststehen. Die Selber Wölfe unterliegen den Deckendorfer SC mit 1-5. Linder unterliegt Füssen mit 2-5. Der ERC, wie gesagt, gegen Memmingen 3-5. Eisbären Peiting 4-2. Riesersee Stapols Rosenheim, da stand es 4-4. Die sind in der Overtime. Und Weiden gegen Höchstadt, die haben später angefangen, da steht es 4-2. Wie sich das gehört? Natürlich als erstes. Sergej, erste Derby gewonnen. Ihr habt gegen Riesersee bestimmt einen starken Gegner gehabt. Das erste Spiel verloren, heute gewonnen. Und ich glaube, es war ein interessantes Spiel. Wie ist dein Statement zum heutigen Spiel und wie siehst du das? Ja, hallo, guten Abend. Das war sehr wichtig für uns, dieser Sieg. Also wir haben heute ein interessantes, schweres Spiel gesehen, war alles knapp. Jeder gibt keinen Platz, jeder kämpft um jeden Zentimeter auf Eis. Also das war keine Mannschaft wollte Geschenke geben, ganz klar. Und am Ende, wir haben ein bisschen so mehr Beine gehabt oder mehr Löwisch war ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Und dann haben wir die Tore geschossen. Und am Ende hat sich unsere Arbeit belohnt worden, wo das ist in Freitag gegen Garmisch hatte nicht passiert. Also das haben wir nicht gut ausgeschaut, also am Ende. Aber wie gesagt, wir haben heute gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, sehr gut organisiert, die haben Plan, die wissen, was zu tun haben. Und bin ich überzeugt, hier einige Mannschaften werden die Punkte lassen. Also die Mannschaft ist intakt, das sieht man schon auch. Die haben auch, glaube ich, nicht umsonst in Höchstadt gespielt, gewonnen haben. Und von meiner Seite für uns war ein sehr wichtiger Sieg, weil für die jüngere Mannschaft, die brauchen das Selbstvertrauen, die brauchen dieses so Gefühl, dass es auch doch kannst du gewinnen, auch ob du zu Hause auswärts, da müssen das auch da, das haben wir auch gemacht. Und deswegen bin ich auch froh und erleichtert etwas. Na, geht's weiter, Mittwoch der nächste Spiel. Und vielleicht noch mal ein kurzes Wort zum Zuschauer. Vielen Dank, super Unterstützung. War auch von Memmingen viele gekommen. Das war ein interessantes, denke ich, Spiel auch für die Zuschauer. Danke. Ja, vielen Dank, Sergej. Ja, Martin, Höchstadt gewonnen, 3 Punkte eingefahren, heute das Derby. War ein interessantes und hochklassiges Spiel, wo es also hin und her ging. Und dein Statement, wie siehst du das Spiel heute? Ja, guten Abend, Gratulation. Danke. An Sergej oder an Memmingen, an die Spieler. Natürlich, Derby hat immer ein gewisses Etwas und Sergej hat das schon erwähnt, war ein kerbenbetontes Spiel, sehr gutes Spiel für die Zuschauer. Vielen Dank auch an die Memmingen Zuschauer und an unsere Zuschauer. Hoffentlich haben wir uns da was Gutes gemacht. Natürlich nicht mit Ergebnis, aber mit der Spielweise, dass nächstes Mal die Zuschauer wieder da sind oder vielleicht sogar mehr. Ja, das Spiel, Entscheidung waren 3 Einzelfehler, die das Spiel entschieden haben. Die gehören zum Eishockey natürlich. Die müssen wir abstellen. Und ja, Mittwoch ist wieder nächstes Spiel. Und da hoffe ich, dass wir wieder mit 4 Linien spielen können. Ja, das haben wir am Freitag gemacht. Das war uns heute nicht möglich, dass wir mit 4 Linien spielen können. Weil Füssen ist sicherlich lauffreudig. Ja, und da muss man richtig mitgehen. Aber die Jungs sind gut bereit von der Vorbereitung. Und bin ich überzeugt, dass wir da ein gutes Spiel hinkriegen. Dass wir die 3 Punkte, die wir heute, ich sag, fast geschenkt haben, dass wir uns die wieder zurückholen. Natürlich wird das hartes Kampf sein, aber Eishockey dauert 60 Minuten und am Ende Sieg und Hoffen. Ja, danke Martin. Sergej, kurzer Ausblick. Es geht weiter. Wir haben den nächsten Spieltag haben wir schon am Mittwoch. Ihr spielt gegen? Peiting. Peiting, natürlich auch kein leichter Gegner, ne? Top-Mannschaft. Und dann geht es weiter wieder, wie gesagt, am Freitag bei uns auch und bei euch natürlich auch, da müsst ihr auswärts hin. Aber ich habe eine andere Frage an dich. Was meinst du denn aus deiner Sicht nach dem zweiten Spieltag ist natürlich, aber wer ist der Top-Favorit für dich?
Ja, also lass uns mal eine Runde spielen, da kann man das sehen. Aber ich denke, gut besetzt definitiv ist Deggendorf, Rosenheim wird auch sehr gut sein. Also Regensburg, Garmisch, sie sind top besetzte Mannschaft. Und dann wahrscheinlich kommen wir. Also müssen wir realistisch zu sehen. Aber wie gesagt, müssen wir erst einmal sehen oder wenigstens eine Runde zu spielen und dann kann er mehr dazu sagen. Und das Niveau in der Oberliga, wie siehst du das? Viel zu früh zu sagen in zwei Spieltagen. Also ich sage, am Freitag von Tempo her war sehr, sehr gutes Eishockey-Niveau in der Oberliga. Und heute ist der Derby, sicherlich Wetter war es zu schön, so 20 Grad oder wie viel. Und dann natürlich, die Spieler haben alles gegeben, aber war Marken schon drin, das haben wir gesehen. Das, für mich fehlt noch immer dieser Zug zum Tor, Körperbeton zu spielen, noch aggressiver Eishockey, im guten Sinne aggressiver Eishockey zu zeigen. Das fehlt noch. Aber das kommt doch. Wie gesagt, ich wünsche dir natürlich alles Gute beim nächsten Spiel. Martin, du hast es angesprochen, wir spielen in Füssen. Wir haben in der Vorbereitung zweimal gegen Füssen gespielt. Und kurzer Ausblick auf das Füssen-Spiel. Oh. Ja, das war in der Vorbereitung natürlich. Jetzt ist die Meisterschaft. Füssen hat, glaube ich, Freitag auch gewonnen, oder? Zweimal gewonnen, spielen die zu Hause. Ja, wird sicher, ich habe es schon vorher gesagt, das wird sicherlich nicht leicht sein. Wichtig ist, dass wir die Leute bekommen, dass wir mit vier Linien spielen können, dass wir das Tempo mitgehen können. Und ja, ich wünsche mir für uns alle, die wir da unten in der Kabine sind oder die wir auf der Bank sind, dass wir uns drei Punkte holen. Ja, wir werden alles dafür tun. Ja, danke Martin. Gibt es von der Presse an beide Trainer noch irgendwelche Fragen? Nein, danke. Ja? Doch, ich habe eine an Sergi. Sergi, wir haben am Freitag über die Torhüter gesprochen. Viele in Memmingen sehen den Marci Henne nach der Vorbereitung so einen Tick vor Joey, auch nach dem Wechsel, nach dem frühen Wechsel am Freitag. Heute Joey gespielt, bombenstarkes Spiel gemacht. War es eine Bauchentscheidung, dass Joey Vollmer wieder anfängt? Also diese Thema spreche ich ungern. Also ich glaube, hat sich alles gezeigt. Heute war unser Garant zu unseren Punkten und hat überragende Leistung gebracht. Und ich denke, heutzutage, also für uns, für Memming ist sehr gut, dass wir drei gute Torhüter haben, weil der Jüngere ist auch sehr gut. Und die alle drei, nächsten, denke ich auch, werden die Eiszeit bekommen. Und natürlich, das ist Entscheidung, also Trainerentscheidung. Und es ist immer schwer. Was tust du? Wie machst du das? Ne? Mein alter Trainer hat gesagt, bei wem hast du, wie hast du Entscheidung getroffen, was er Frage gestellt hat. Und hat er gesagt, ja, ein Hotel, wo wir rausgegangen sind. Ich habe da bei Reception gefragt, wer spielt. Und er hat gesagt, ja. Und dann hat er gespielt. Das war gut. Also ein Wabonspiel. Ja. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich uns allen natürlich einen guten Nachhauseweg. Und wir sehen uns wieder hier in Sonthofen im Eisstadion nächste Woche am Freitag, am 4.10. um 20 Uhr. Und der Gegner ist? Deggendorf. Der Topfavorit der Liga. Schauen wir mal, was da abgeht, beziehungsweise natürlich auch in Füssen. Vielen Dank und wir sehen uns noch ein paar Mal. Servus.